Wir sind bei den Poster-Sessions bei der Open Education Global. Und hier steht Ilona Buchem. Sie ist Professorin an der Beuth-Hochschule seiner FH in Berlin, hat durchaus fünfstellige Studierendenzahlen. Und wenn du nicht hier bist in Cape Town, um zu präsentieren, was ist dein Schwerpunkt in der Lehre und Forschung? Ich bin Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaften, also eigentlich alles, was mit Kommunikation und Medien, digitalen Medien zu tun hat, vor allem in BWL-Studiengängen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns einen neuen BWL-Studiengang Digitale Wirtschaft aufgebaut, wo es auch sehr viel um Medien und Kommunikation mit digitalen Medien geht, und das sind so meine Schwerpunkte. Und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach mal zusammen auf das Poster, wo es um das Open Badge Network geht. Und Open Badges ist vielleicht ja das, von dem man sagen würde, das ist so ein bisschen die unterbeleuchtete Seite der ganzen Open-Bewegung. Aber das kannst du eigentlich besser erklären. Insofern übergebe ich dir mal das Mikrofon und verstecke mich hinter der Kamera. Ja, das hast du sehr gut formuliert. Also ich finde auch, dass dieses Thema Open Badges unterbeleuchtet ist. Und ich habe mir jetzt nicht die Programme der vorherigen Konferenzen verglichen angeschaut, aber ich denke, das Thema ist zum ersten Mal so wirklich platziert worden in Cape Town. Es gab auch andere Workshops außer meinem Workshop zu diesem Thema, und ich freue mich sehr, dass es so langsam auf die Agenda kommt, weil Open Education, finde ich, dieses Thema offene Bildung nicht nur auf die offenen Ressourcen reduziert werden kann, sondern es gibt auch weitere Elemente, unter anderem Open Badges. Wie wir hier sehen, das sind digitale Kompetenzabzeichen, die auf einem offenen Standard von Mozilla basieren, und so ein kleines, mit so einem Versuchen mit einem kleinen Bild, zum Beispiel eine Kompetenz, eine Fähigkeit abzubilden, und hinter diesem Bild verstecken sich aber noch ganz viele Metadaten, zum Beispiel wer so ein digitales Abzeichen verliehen hat, aus welchem System wurde es verliehen, an wen, welche Kriterien mussten erfüllt werden, sodass ein Abzeichen verliehen werden konnte. Und mit diesen digitalen Kompetenzabzeichen können wir auch verschiedene Lernaktivitäten der Menschen heutzutage sehr gut anerkennen, weil was heute passiert ist, dass die Menschen überall lernen können, aber sehr, sehr, sehr selten, in seltensten Fällen, das, was sie gemacht haben, was sie gelernt haben, welche Kompetenzen sie erworben haben, auch in irgendeiner Form anerkannt bekommen. Selbst wenn man zum Beispiel in MOOCs lernt, ist es häufig so, dass man am Ende so ein klassisches Papierzertifikat bekommt, vielleicht sich als PDF-Datei irgendwo ausdrucken kann, aber auch nichts weiteres im Prinzip als Bescheinigung zum Beispiel bekommt. Und mit digitalen Kompetenzabzeichen kann man sich das nochmal anders anerkennen lassen und diese dann zum Beispiel auf einer eigenen Webseite darstellen und zeigen, wie man gelernt hat und was man zum Beispiel zu bestimmten Themen, welche Kompetenzen man erworben hat. Ja, das würde ich dir gerne noch zeigen. Unser Projekt in Europa, das heißt Open Badge Network. Es ist ein Erasmus-Plus-Projekt, eine sogenannte strategische Partnerschaft, wo wir in Europa versuchen, das Thema Open Badges bekannter zu machen. Und hier siehst du auf der rechten Seite unsere Weltkarte, auf der die Karte heißt Badge the World. Da kann jeder im Prinzip die eigene Initiative, das eigene Projekt eintragen, und das erscheint wie so ein Pin. Also wir sehen zum Beispiel hier, Südafrika hat nur einen Pin irgendwo in der Nähe von Johannesburg. Also da könnte man noch mehr machen, aber wir sehen zum Beispiel, Europa ist schon relativ dicht besiedelt, da gibt es viele Projekte, ganz viele in UK, aber auch immer mehr in Deutschland und auch in anderen Ländern, Italien und so weiter. Und das ist auch unser Ziel, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch experimentieren, schauen, was man mit den Open Badges machen kann. Man kann auch viel mehr machen, als nur Open Badges als digitale Zertifikate zu vergeben. Man kann das zum Beispiel auch als eine Form Peer-Feedback oder Peer-Anerkennung von Peers gestalten und bestimmte Leistungen von jemandem oder bestimmte Lernergebnisse von jemandem anerkennen. Was uns auch in diesem Projekt interessiert, ist, wie wir Open Badges so ein bisschen auf der politischen Ebene platzieren können, sodass das ähnlich wie OER, was schon sehr erfolgreich eigentlich auch geworden ist, es gibt viele Förderprogramme zu Open Education Resources und es ist auf der politischen Agenda schon angekommen. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt auch für Open Badges tun? Und wir haben zum Beispiel hier auch die Ergebnisse
einer Umfrage, die wir mit politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und in Europa, in der Europäischen Union durchgeführt haben und sehen hier ein paar Ergebnisse. Zum Beispiel, wir haben einmal eine Frage gestellt, ob die politischen Entscheidungsträger Open Badges überhaupt kennen, etwas davon wissen. Und wir sehen hier den Vergleich, Deutschland ist noch relativ wenig, also 55% kennen die Open Badges überhaupt nicht. Und auf der europäischen Ebene aber sind das nur 25%. Das heißt, auf der europäischen Ebene ist es schon ein bisschen bekannter. Was vielleicht noch interessant ist, wir haben auch hier die Frage gestellt, wie die politischen Entscheidungsträger das Potenzial von Open Badges einschätzen. Und alle, wir sehen hier, Europa ist das heller, der hellere Balken und der orange hier unten ist für Deutschland. Alle, die wir befragt haben, haben gesagt, dass Open Badges eine wichtige Rolle als digitale CVs, als E-Portfolios spielen können und im Prinzip die Arbeitsmöglichkeiten oder die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt verbessern können. Wo sie sich auch relativ einig waren. Viele haben auch gesagt, dass auch die Anerkennung von Lernergebnissen auch mit Open Badges sehr gut gelingen kann. Und zum Beispiel auch, dass Open Badges für die Anerkennung von verschiedenen Kompetenzen von auf Englisch sagt man Groups at Risk, also so Gruppen, die jetzt vielleicht so Randgruppen, also zum Beispiel, da haben wir nach Flüchtlingen gefragt, nach Menschen, die vielleicht aus dem formellen Bildungssystem, im formellen Bildungssystem nicht mehr drin sind. Also auch für diese Gruppen würden sich Open Badges sehr gut eignen, um deren Leistungen anzuerkennen und ja auch sehr plakativ darzustellen. Also was Open Badges sehr gut können, ist, dass man mit einem Wort, mit einem Bildchen erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit gewinnt und dann, wenn das Interesse da ist, kann man weiter nachlesen, was der Mensch zum Beispiel für Kompetenzen hat, was er für Nachweise auch geliefert hat, dass er diese Kompetenzen tatsächlich erworben hat und wie würde das eingeschätzt, also welche Form von Überprüfung hat stattgefunden. Und das kann man alles sehr schön mit solchen Badges auch visualisieren und kommunizieren. Ja, wenn wir hier nach unten gehen, dann sehen wir den Link zu unserem Projekt. Das Projekt heißt openbadgenetwork.com. Und das Projekt geht zwar 2017 zu Ende, aber das Network soll weiterleben und soll weiter ausgebaut werden. Das heißt, uns ist es wichtig, dass auch weitere Partner einsteigen oder Institutionen, auch Einzelpersonen hier in diesem Netzwerk sich beteiligen und auch vielleicht so lokal Treffen organisieren, einfach auch über Open Badges berichten, auf der Karte die Initiativenprojekte eintragen und dass es weiterlebt und hoffentlich eines Tages genauso erfolgreich wie Open Educational Resources sein wird.